direkten Absteiger gesehen? Im Moment sieht es so aus, aber noch ist es nicht so weit. Wir sind 2 Punkte hinter Köln und solange man eine Chance hat, muss man sie wahrnehmen. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Mannschaft zu Hause so gelähmt, ja völlig verunsichert auftritt? Ja, man weiß, dass Hertha sich in der Bundesliga zu Hause schwer tut und daran richten sich die Gegner auch aus. Der FCK hat hier aus der Defensive versucht, uns auszukontern. Das haben sie ein paar Mal sehr gut gemacht. Gegen wen will man denn noch 3 Punkte holen, wenn nicht gegen Kaiserslautern? Ja, man hat immer eine Chance. Wir haben ja auswärts gezeigt, dass wir Punkte holen können und dass wir manches Mal auswärts besser spielen als zu Hause. Aber jetzt geht's nach Schalke. Ja, es wird ein sehr schweres Spiel, aber im Fußball ist alles möglich. Ist der Kader zu dünn? Ja, man kann aber nicht damit rechnen. Der Kader werden, glaube ich, Hertha BSC hat für alle Positionen 2 Spieler. Aber es sind zu viele also ausgefallen. Das war auch neu für mich. Das habe ich so in der Menge noch nie erlebt. Haben Sie die Mannschaft und ihre Probleme schon verstanden? Oder sagen Sie, es war ein Fehler, nach Berlin zu gehen? Nein, ich habe das ja. Die haben mich gebeten, sind zu mir nach Hause gekommen und haben mich gebeten, ob ich ihnen helfen kann. Sie wissen, dass sie in einer sehr schwierigen Situation sind. Und da habe ich ja gesagt. Und das habe ich gerne gemacht.